Hey Natural Biohacker, was geht bei dir und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge des 6-Minute Friday hier auf dem Natural Biohacking Podcast. Und diesmal mit einer ganz speziellen Folge, denn ich habe einen kurzen Ausschnitt aus dem letzten Flow Talk mit Christian Bauer, dem Gründer von Chiblanco, gemacht. Und da zeigt er dir, wie er in den Flow State kommt und wie er auch langfristig darin bleibt. Die Flow Talks sind die neueste Serie in der Natural Biohacking Community. Kurze Talks mit Unternehmern und eine anschließende Fragerunde. Und wenn du deine Fragen noch stellen möchtest und den Rest des Flow Talks miterleben möchtest, was sehr, sehr spannend ist, also Christian hat richtig gute Biohacks rausgehauen, vor allem noch zum Schluss, dann komm unbedingt in die Natural Biohacking Community. Den Link findest du natürlich in den Shownotes und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem 6-Minute Friday. Gibt es was, wie du deinen Körper und deinen Geist auch in diese High Vibes erstmal bringst, damit das möglich ist? Der Schlüssel, den ich schon immer spüre, ist bewusste Ruhemomente. Ne? Mhm. Und diese bewussten Ruhemomente heißt wirklich, dass wenn Mittagspause ist, auch Mittagspause ist. Ne? Wie viele Menschen sehe ich, die in der Mittagspause immer noch telefonieren? Meine sich ganz tödliche Zustände. Der Mensch braucht diese Anspannung, Entspannung. Ja, das ist wie bei der Muskulatur. Ja? Entspannt, angespannt. Das ist ein Geheimrezept. Ja? Und das muss einfach da sein. Und das zum Beispiel, wenn ich einen Sonntag habe, an dem ich frei habe, muss der Tag einfach mit Entspannung. Ja, wenn ich 5-6 Tage die Woche angespannt bin, muss eine Entspannungsphase kommen. Ja? Mhm. Und das am besten auch während dem Alltag, ja? Oder dass man früh aufsteht, dass dann nicht schon gleich der Fernseher angeschaltet wird oder Instagram oder Facebook oder. Ne? Oder wenn du ins Bett gehst. Ja. Das ist für mich zum Beispiel auch so, die Ins-Bett-Zeit oder die Aufstehzeit ist für mich eigentlich immer zu rekapitulieren, was eigentlich gelaufen ist, was gut gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist. Sehr früh die Zeit widme ich mir ganz wichtigen Projekten, wo ich sage, das ist wichtig, dass es da ist. Ich stehe früh auf, eigentlich schon aus dem Bett raus, habe ich die Themen, die ich denke, dass ich die heute meistern will, im Kopf, die habe ich schon unter der Dusche. Ja? Da dusche ich schon mit, ja, da lasse ich die Angst, die eventuell da hochkommt, lasse ich schon mit dem Wasser rauswaschen, sage ich jetzt mal. Und dann bleibt der Fokus auf diese Themen. Ja, dann trinke ich einen Kaffee und dann geht es an diese Themen ran. Und dann werden die Themen aufgelöst oder erarbeitet oder umgesetzt. Ja. Und da glaube ich, ist mein persönlicher Geheimtipp, einfach in diesem Fokuszustand bleiben, weil oft ist es, je mehr man fokussiert auf ein Thema ist, auf einmal macht es und die Antwort ist da. Und das habe ich so oft. Mhm. Und das ist für mich eben dieser Flow-Zustand, dass der Flow-Zustand schon aus dem Bett raus, unter die Dusche, an den Laptop dasteht. Ja. Ja. Und deswegen habe ich das zum Beispiel auch früher, als ich als Angestellter gearbeitet habe, habe ich auch immer früh versucht, nicht mit anderen Mitarbeitern zu reden. Das hört sich vielleicht jetzt crazy an, ne? Aber das habe ich wirklich gemacht, um quasi diesen Flow-Zustand zu haben, um wirklich mal zu sagen, okay, an dem heutigen Tag habe ich schon was gerissen. Ja. Und dann kann man auch mal locker machen. Ne? Dann war das für mich auch immer einfach. Ja, wenn ich früh schon eine geniale Idee hatte, ja okay, dann lass er danach quatschen. Ne? Aber erstmal wollte ich immer diesen einen wertvollen Moment umgesetzt haben. Ja. Also kann man kurz auch sagen, du suchst danach, diesen Flow-Zustand zu sichern. Richtig. Auch, ja. Also indem du schon wirklich am Morgen eine gewisse Routine hast, am Abend auch eine Routine, sodass dein Schlaf, deine Energiequelle auch gut versorgt ist. Und dann während und kurz vor dem Flow-Zustand schaust du auch, dass keine Ablenkung kommt durch Mitarbeiter. Da gibt es ja heute noch ganz viele andere Sachen, Social Media, alles Mögliche, was einen ablenken kann, WhatsApp. Ja. Und ist auch zum Beispiel, was ich bewusst ausschalte, ist zum Beispiel auch, wenn ich wirklich was umsetzen will, ein Thema ist für mich WhatsApp tot, ja, und da ist, also egal, wer mir da schreibt. Ja. Ich mache WhatsApp gar nicht an. Gibt es auch Studien dazu, glaube ich, dass du 40 Minuten brauchst, um wieder in den gleichen Flow-Zustand zu kommen. Jetzt ist das Telefon da gedreht. Ja, machen wir das hier ganz. Das ist natürlich alles live hier, ne? Schön, dann können wir uns wenigstens. Ja, können wir uns wenigstens hinsetzen, es geht schon. Danke, Anna.
Ja, das ist schon gut. Ja, genau mit dem WhatsApp eben. Also dass man wirklich diese Zustände herbeiruft und sich selbst bewusst ist, was einen rausholt. Ne? Vielleicht anders, da jemand genießt ja vielleicht das Gespräch, ja, um in den Flow-Zustand zu kommen. Für mich eben nicht. Ich brauche da wirklich die Ruhe und die Einsamkeit. Ne? Ja, so. Genau. Ja, genau, was ich eben sagen wollte, es ist so, dass du wirklich 45 Minuten oder 41 Minuten brauchst, um überhaupt wieder in denselben Zustand zu kommen. Deswegen ist es ganz wichtig, also Facebook, Social Media brauchen wir gar nicht reden. Ne? Aber auch so eine WhatsApp-Nachricht und das Krasse auch nur so ein Bing oder so ein Display aufleuchten, wo du dann schon mit deinem Kopf auf einmal bist, oh, wer hat mir jetzt geschrieben? Oder es könnte auch zum Beispiel eine E-Mail sein. In die Falle bin ich früher auch getippt, ja. Laptop auf der Arbeit, am Arbeitsplatz hochgefahren und dann erstmal die E-Mails gecheckt. Und die E-Mails, die waren mit so viel emotionalem Müll voll, ja, wo irgendjemand irgendein Bullshit von mir wollte, weil er selbst sein eigenes Leben nicht im Griff hat, bin ich jetzt mal knallhart, ja, sodass er mich aus meinem Flow-Zustand rausgebracht hat. Ja, yeah, und dann war Mittagspause quasi, bis ich wieder gebraucht habe, um überhaupt dahin zu kommen, wo ich hin wollte, ja, gedanklich, emotional vom Zustand her. Und das habe ich auch wirklich, auch damals noch als Angestellte wirklich gehabt. Ich habe Montag war immer so, ja, muss man E-Mails ein bisschen checken, aber Dienstag zum Beispiel habe ich grundsätzlich erst ab 12 mein E-Mail-Postfach aufgemacht. Mhm. Und das war mir egal, selbst wenn der Papst mir eine E-Mail geschickt hat, ja, weil ich da vorher halt was umsetzen wollte, ne, ja, in der Zeit. Mhm. Und das habe ich auch Leuten, die damit nicht zurechtkamen, auch erklärt. Ja. Ich sage, nimm es mir nicht guter übel. Punkt. Nimm es mir nicht übel, aber ja, ich tick so verrückt. Ja, ja, guter Punkt. Auch wirklich dazu stehen, zu sagen, okay, ja, ich bin crazy. Ja. Ja. Und das ist, glaube ich, auch für jeden Unternehmer hier, der Mitarbeiter hat, ganz interessant, das zu kommunizieren, warum das so ist. Weil die meisten, die machen das ja nicht. Dann ist der komische Chef, der macht da schon wieder die Rollladen dicht. Genau. Ja, super spannend. Vielleicht noch kurz so zum Ende des eigentlichen Flow-Talks. Gibt es auch etwas, was du während diesen Flow-States machst, um den Fokus zu halten?